Hey Leute, was gibt's schon? Denn herzlich willkommen zum besten Team of the Year Food Draft. Wir werden alle geilen Team of the Year Karten, aber auch alle geilen Toti-Icons heute in unseren Drafts bekommen. Dabei das perfekte Rating zusammenstellen. Yay, gönnt momentan bei Draft so sehr, das wird einfach nur richtig geil werden. Ich hab Bock, ich hoffe für ihr auch. Wir gehen direkt rein und ich will ein paar blaue haben. Oder blau-weiße Icons natürlich auch. Was ist denn gerade die geilste Formation? Mit falscher 9 ist nicht verkehrt. Wobei man auch richtige Stürmer eigentlich haben will. Oh, ich sag, hier ist keine perfekte Formation bei. Ich gehe sogar gleich mit der falschen 9. Ich will Mittelstürmer irgendwie mal haben. Ich habe das Gefühl, da wird oft gegönnt. Ginola ist keine schlechte Karte. Die geht mal auf den linken Flügel. So, erster ZM wird abgeholt. Boah, De Bruyne, gut. Und Matthäus, sehr gut. Weil De Bruyne ist halt die Sache, da hätte man lieber den Toti. Weil Matthäus ist die beste Version. Und der kann auch Innenverteidiger und ZDM. Der ist full flexibel in dem Team. Den können wir dahin tun später, wo es brennt, wo was gebraucht wird. Renard, soll ich den der Version mitnehmen? Passt halt schmiedtechnisch nicht verkehrt rein. Aber sie hat halt noch eine Toti-Version. Will mir die Chance bewahren. Da verzichte ich dann jetzt auf einen Ratinger, falls sie als Toti später nochmal kommt. War das die richtige Entscheidung? Der Bundesliga-Link, also Linksverteidiger und Innenverteidiger. Müssen wir eigentlich gleich mal austauschen. Irgendwie mit denen von der Bank oder so. Mächtig. Warte, er kann auch ZM alles drum und dran. Wir haben so flexible Spieler, das ist übergeil. Bitte, Messi wäre ganz krass. Ah! Entweder gerade die Auswahl ist immer richtig clean, richtig geil, oder? Richtiger Schmutz, linke Flügel haben wir schon was. Ramos ist halt super hier auf der Position. Dann tun wir da schon mal Hullet hin und gönnen uns ein ZDM. ZDM, kann man auch gönnen? Das ist halt die Sache, man muss die Spieler kriegen, die einen Toti haben und dann auch noch eine Toti-Version, ne? Die meisten haben irgendwie so 4, 5 verschiedene Versionen. Genau dann den Toti zu kriegen, ist nicht einfach. Aber, da werden auf jeden Fall noch mindestens 1, 2, denke ich, kommen in diesem Team. Ah, komm, Arabische Liga gönnen wir uns. Mit Icons kriegen wir den auch irgendwie eingebaut. Was sagt der Torwart oder die Torhüterin? Jo, Toti! Normalerweise ist es so oft die Torwartposition, ne, die reinkackt. Aber heute mit einer 94 im Tor? Da haben wir keinen Quatsch im Tor. So. Right back. Molina passt zu Ramos. Linksverteidiger holen wir eh noch was Neues. Was ist mit dem Bruder? Benfica. Nee, den würden wir echt nicht auf Chemie kriegen. Wir können nicht immer nur auf Rating gucken. Wir müssen auch ab und zu mal zumindest gucken, dass sie ein bisschen reinpassen. Zweite englische Liga ist ehrlich zu viel des Guten. England-Link ist zwar vorhanden, aber das ist zu viel des Guten. Ich brauche aber eigentlich unbedingt diesen England-Link. Wie viele Engländer brauche ich danach noch? Ich glaube, zu viele. Wobei, warte mal. Eine Icon noch, der müsste schon aufgehen. Komm, ich riskiere. Eine Icon wird es schon noch geben. Oh, Casemiro für Sturm. Firmino für ZM. Auch Arabische Liga. Und Brasilianer. Im Sturm sind wir eh gut ausgestattet. Plus 1. Hakimi oder so? Marokkaner irgendwo? Die Baller erstmal mitnehmen. So, der zweite Toti darf kommen. Oh nein! Oh, Pelé! Was ein Hin und Her. Ich sehe Frimpong, dann ich sehe Thunderstruck, dann ich sehe Frimpong Toti. Wäre sehr geil gekommen. Ja, sehr, sehr geil. Wir haben Pelé stattdessen. Nein, halt für eine Position, wo wir schon top besetzen. Aber dann mal minus 4 und plus 4 müsste es sein. Plus 7 sogar. Kurs geht raus. Außenverteidiger jetzt ein bisschen anders und der Lachs läuft. Weil hier ist das Rating schlecht, hier kann man... Ja, komm! Ich sag jetzt noch alles drin, man kann auch auf volle Chemie kommen. Oh, Kaká oder Gaia jetzt? Gaia wäre direkt volle Chemie und wäre ein Startelf-Upgrade. Kaká hat das geile Rating. Man weiß halt wirklich nicht. Ich könnte auch Bonucci, oder ich könnte Bonucci jetzt reintun. Nein, ich glaube, das Ding ist, in diesem FIFA ist die Bank fast so gewichtet wie Startelf von Rating. Deswegen nehme ich Kaká mit. Du dann Bonucci hier rein. Warte, warum kriegt Bonucci kein Plus 1? Egal, vielleicht kriegt ein italienischer Manager, der die La Liga doppelt trainiert. Oder so, warte mal. Gib mal rechte Flügel, was Neues. Ah, warum die Version? Warte, Futur für den rechten Flügel. Dann verliert die Torhüterin ihren England-Link. Das kann ich auch nicht machen. Ich muss diesen Messi mitnehmen, glaube ich, erstmal. Warte mal, für Molina wäre das sogar gut. Aber dann verlieren die anderen, glaube ich, wieder was. Warte mal. Ja. Ah, Skandal hier alles. Skandal. Was sagt die Auswahl? Ich kann halt echt meine Icons eigentlich nicht rausnehmen. Warte mal, nee, die Liga bringt uns nichts. Bundesliga. Hätten wir immer noch. Dann müssten wir in der argentinischen Bundesliga. Nee, das wird alles nicht aufgehen. Das würde alles nicht aufgehen. Außenverteidiger, jetzt! Jetzt oder nie? Frimpong in Gold, warte mal.
Dann fehlt wirklich nur ein Bundesliga-Manager. Dann ist sogar ernst egal, welche Nation er hat. Italiener oder Bundesliga. Und wir haben die Chemie voll. Chemie voll ist immer so das Ziel. Ab 90 Rating kann man, glaube ich, zufrieden sein. Aber Ziel ist sogar heute so 91. Und 92 wäre Weltrekord. Das wäre zu krass. Aber, da haben wir auf jeden Fall unsere Ziele. Nein, hätte ich das gewusst, dass Yashin noch kommt. Normalerweise kriegt man niemals zwei gute Keeper. Da hätte ich diesen Hero für Flügel mitgenommen. Nein, jetzt haben wir zu viele gute Spieler. Jetzt haben wir ernst zu viele gute Spieler, die nicht mal auf die Bank kommen und dementsprechend gar nichts fürs Rating tun können. Nein. Nein, ein bisschen verkalkuliert, ehrlich. Warte mal, wenn ich hier jetzt noch ein Set dann aus der Serie A vielleicht irgendwie oder aus der Bundesliga. Boah, ich muss mal kurz gucken, wie ich hier vielleicht Chemie und Rating hochkriege. Nee, es scheitert jetzt wirklich daran, wenn ich somit die Besten drin haben will, dass ich nicht diesen einen Hero für Right Wing mitgenommen habe. Weil ich dachte, ich brauche England fürs Tor, wir brauchen es gar nicht. So, dann machen wir doch den Tausch wieder rückgängig. Wie gut vom Rating her hochgekommen sind wir eh nicht. Das mit Linksverteidiger ist auch ein bisschen bitter. Also wir haben zumindest, wie gesagt, volle Chemie. Und wir haben zumindest auch ein 90er Rating. Und wir haben zumindest auch ein Toti bekommen, ein Toti-Icon. Aber das ist so langsames Warm-up. Das war so das Minimum, was man erreichen wollte. Volle Chemie, 90 und beides mit dabei, aber das geht besser. So, nächster Versuch. Bisher ist noch nicht so das extreme Glück da, aber das kann vielleicht mit der 4-3-2-1 mit dem Traum eines jeden Draftbauers kommen. Oh, stell mal vor, die Toti-Icon von ihm. Aber auch mit der Version sage ich, bin ich zufrieden, wenn wir darum ein paar andere schöne, frische Karten bekommen, weil Werde, wunderbar. Was sagt der Mittelstürmer? Warum? Aber da kann ich mich auch nicht beschweren. Und hier kann ich mich auch nicht beschweren. Nur, dass Messi halt nie in der richtigen Version kommt. Aber guckt euch mal dieses Viereck hier an. Oder dieses Dreieck vorne mit dem Kollegen, der dahinter chillt. Was für Maschinen? Wann kommt denn der erste Non-Rare? Er lässt weiter auf sich warten. Perfekt. Sie hat direkt Chemie, weil wer das auch voll. Jeder auch direkt voll. Ich meine, um Chemie braucht man sich eh keine Gedanken machen. Bro, warum kriege ich aber immer die Leute, die eine Toti-Karte haben, nicht in der Toti-Version? Ich nehme jetzt den Bräune, weil ich habe das Gefühl, man kann hier ein deftiges Rating hinzaubern. Diesmal gehe ich komplett auf geiles Rating. Mondi direkt volle Chemie. Ja, wie gesagt, auf Chemie braucht man sowieso eigentlich nicht so sehr achten. Denn ihr habt ja gesehen, selbst wenn man schwitzt mit der Chemie, selbst wenn, keine Ahnung, man Spieler aus irgendwelchen Random-Ligen hat, am Ende kommt man meistens trotzdem auf die Chemie. Das kriegt man schon hin. Lieber, nee, brauche ich nicht. Komm, Romero rein. Einmal noch Premier League und dann vielleicht noch Frankreich. Irgendwie so. Ja, falsche Premier League. Rechtsverteidiger kriegen wir hoffentlich noch was anderes. Oder nehme ich direkt was, was vielleicht schon ein bisschen mehr Chemie hat. Ich glaube, der ist die beste Wahl. 88er Rating. Guti ist auch schon dabei. Ah, aber das ist wieder, was ich meinte. Die Torwartposition macht meistens Auge. Es sind zwei Premier League bzw. zwei Icons. Dann sieht es eigentlich gut aus. Ball kann ich nicht pushen. Über Nation kann ich hier auch nicht viel machen. Weil jetzt fehlen immer noch zwei Franzosen. Warum mit Lloris? Weil er die Tottenham-Verbindung schon mal hätte. Ah, es ist ein Ratingpunkt. Komm, wir gehen mit Lloris. Nee, ich sag's sogar noch. Chemie wird eigentlich nie ein Problem. Und auf einmal wird hier Chemie ein Problem oder was? Junge, er hat einen Toti, wollte mich eigentlich rasieren. Warte mal, testigen. Was, ein Keeper mit einem geilen Rating? Aber, ich muss irgendwie dieses Risiko eingehen. So, warte mal, wir gucken jetzt mal weiter. Wo blaue Karten? Ja, wir haben einer, wir wollen mehr. Schwer. 91er Rating halt gerade, das ist vorzüglich. Das ist schon mal ein Upgrade. Aber das wird nicht dabei bleiben, wenn die Spieler so weitermachen. Warte, ich glaube, hier kommt was Krasses. 92. Aber warte mal, habe ich einen Portugiesen? Nee, leider nein. ZM kann auch keiner von den Icons oder so. Boah. Wieso? Okay, wir rutschen runter. Und wir rutschen hoch. Auf Messer schneide diesen Rechtsverteidiger. Auszutauschen wäre halt riesig. Oh mein Gott. Tor in Hamburg, Digga. Warte mal. Nein, er spielt ja auch bei City. Aber jetzt hat doch Romero zu wenig Chemie. Das wäre der City-Link, der Manchester City-Link zu De Bruyne, dass er auch voll wäre. Jetzt haben wir aber auch eine Icon zu wenig für sie. Tor, ein anderer Innenverteidiger. Ey, es ist absolut möglich. Komm schon. Rechtsverteidiger, wenn da irgendwas Geiles kommt. Bleibt auf einer 91. Warte, was können wir von hier holen? Sieht gut aus. Die Animation sieht gut aus. Nein. Oh! Halleluja. Wenn er Rechtsverteidiger könnte, wären all unsere Probleme gelöst.
Was glaubst du, wird das unser bestes Draft? Wenn wir jetzt noch einen geilen Rechtsverteidiger kriegen. Digga, ich habe vorhin im Stream geguckt, zum Beispiel bei Wakes. Ich habe bei anderen reingeguckt. Alle sagen 125 ist gerade Weltrekord. Wir haben 33 Chemie. Wir brauchen nur ein 92er Rating für den Weltrekord. Und da sind wir sicherlich auch nah dran, wenn wir den Rechtsverteidiger umtauschen. Also wenn wir jetzt noch weiter geile Spieler kriegen, dann ist hier absolut alles möglich. Der Linksverteidiger hat auch noch kein zu krasses Rating. Es ist schon mal besser. Warte mal, Klaus. Französische Liga, Franzose. Franzosen sind doch automatisch voll, weil wir so viel Frankreich auch haben. Ja, doch, muss. Ja, doch, doch, doch. Rechtsverteidiger. Sie kann nur links, sie kann rechts. Sie ist Engländer. Warte, ich könnte sie nehmen. Ah, ist ja geil, die haben dasselbe Rating. Dann nehme ich tatsächlich, ich nehme Klaus und zack. Und jetzt hier noch. Warte. Zack. Nein, wir kommen immer noch nicht hoch. Boah, ja okay, 92 wäre aber auch echt ein Statement. Dann hätte man, glaube ich, echt Ronaldo als Tutti-Icon gebraucht. Rolf hat ja noch eine bessere Version, De Bruyne als Tutti. Und der Rest hätte wahrscheinlich schon gelangt. So ein paar bessere noch. Ich glaube, das wird jetzt, oh ja, jetzt werden wahrscheinlich noch ein paar Non-Rares kommen. Wir haben gekratzt. Okay, Hauptsache, wir rutschen jetzt nicht noch weiter runter. Das geht auch immer schnell. Wenn man ein paar schlechte bekommt, aber guck mal, sogar mit solchen Leuten rutschen wir nicht runter. Das heißt, wir waren ehrlich, so nah dran. Die 92 auch kurz vor Schluss oben stehen zu haben. Das ist ein richtig geiles Draft. Zwei Tutis, eine Tuti-Icon. Ist jetzt von der Menge auch nicht mega viel. Und jetzt auch nicht die allerkrassesten. Das wird sicherlich auch noch kommen. Aber halt insgesamt dieses Draft mit diesen Spielern hier vorne und den anderen Spielern. Das hat schon was hergemacht. Übertrieben geiles Draft. Guck mal, was man für Draft-Teams kriegt. Wenn man damit jetzt das Draft spielen würde, Bro, man wird doch jede Runde 8-0 gewinnen oder so. Also, was für Maschinen. Natürlich wird Ernesto Valverde genommen. Wenn Valverde schon im Team ist, muss er auch der Manager sein. Guck mal, diese Auswahl mit den Top-Players und 124 jetzt. Und es wird direkt nochmal besser. Wie geil. So, ich bin ready für die Mbappés, für die Haalands, für die Messis, für die erneuten Tutti und Ham-Tutti-Icons, alles. Ich sage, heute gibt es absolut keine Limits bei diesen Drafts. Heute kann sowas gezaubert werden. Das ist so geil, dass Drafts in diesem FIFA wieder so extrem Spaß machen. Außenverteidiger machen heute ein bisschen Auge. Deswegen Dreierkette und rein damit. Oh yes. Ja. Die Mittelstürmer sehen sowieso meistens gleich aus. Jo. Man kennt sie. Sehr gut, dass man die mit dabei hat. Dann kommen wir zu Sauer. Die kann man ja auch gar nicht als Tutti-Icon kriegen. Aber drei Spieler, drei Icons ist gut. Weil die ist ja SBC und die haben das ja schon wieder inzwischen so gemacht. Manchmal zwischendurch kann man ja mal SBC-Cards in Draft kriegen. Manchmal nicht gerade. Es ist jetzt seit längerem schon wieder so, dass man die nicht mehr kriegen kann. Deswegen passt aber Van Dijk! Nein, ich hasse das, wenn so zwei Tutis in einer Auswahl kommen. Lieber zwei nacheinander als zwei in einer Auswahl. Aber gut, ist halt kein, kann man sich nicht so entscheiden. Aber läuft, guck mal hier! Innenverteidiger, ehrlich, viel besser als Außenverteidiger. Ich sag doch, ich ändere meine Meinung. Wobei, ich hatte nicht mal eine andere Meinung. Doch, ich hatte die Meinung, 4-3-2-1 ist perfekt. Jetzt ändere ich meine Meinung. Guten Stürmer kriegt man immer auf der Bank. Jetzt ändere ich meine Meinung zu Dreierkette. Ist das Geilste. Gib mir noch einen guten Keeper. Oder Keeperin, oder? Passt. Chemie, alles. So, LMRM, da habe ich halt gar keinen Plan, ob das stabil ist. Oh, in der Version. Muss nicht. Und hier? Ah, 89, ja, damit kann man arbeiten. 90er Rating schon wieder und volle Chemie auch, wenn wir die schlechten rauskriegen. Guter Keeper. Ist auch gerne noch gesehen. ZM kann man ja hier auch ganz schnell ändern. So. Nein, nee, ich nehme Oberdorf nicht mit, in der Hoffnung, dass wir die andere Version kriegen. Zack, und das Rating müsste normalerweise hochgehen. 91. Komm. Guck mal, wir haben nicht mal einen Toti bisher. Doch ein. Wenn wir noch zwei Totis oder so kriegen, sage ich, diesmal kriegen wir das Rating zusammen. Oh, Ronaldinho ist es. Warte mal, der kann LM, ne? Aha. Wunderbar. 90, 92. 90 in der Startelf oder 92? Warte mal, die 92 kann ich auch in die Startelf tun. Zack. Hey, warte mal, das muss doch reichen hier. Jo, da ist es! 92er Rating! Yay, wir beenden das Draft an dieser Stelle. Bitte keine Spieler mehr geben und wir haben den Rekord schon 125. Was denn? Was denn los? Aber nein, so geht das leider nicht. Leider müssen wir die Bank auch noch auffüllen. Boah, aber eine 94 pusht uns nicht runter. Digga, wenn ich hier jetzt einen Traumkeeper mit einer 92 kriege, dann noch ein, zwei Totis und dann die hier rüberschiebe, das Ding ist dann safe. Oh mein Gott! 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 Der Argentinien-Link zu Palacios ist, glaube ich, sogar wichtig. Dennoch anderer Keeper gleich vielleicht. Was passiert hier? Was passiert hier? Na, ich habe viel Angst vor dem Keeper gleich. Wenn die jetzt ein paar Non-Rares kommen, ist nicht mal schlimm, Mann. Weil, erstmal, wir sind so gefestigt. Ein Non-Rare oder so ein Low-Rated tut uns nicht mal was. Okay, bei zwei wird es dann wahrscheinlich langsam kritisch. Aber wir haben doch unsere Bros hier hinten. Zack. Nein, das wird eine ganz knappe Kiste, wenn hier jetzt noch zwei schlechte kommen. Ein Banger, bitte. 90 oder mehr.
Jo, Witz, es ist keine 90, aber wenn wir hier nochmal eine 90 kriegen, dann wird ein guter Keeper danach reichen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh, so viele Special Cards, die haben nur eine 85. Nein! Die Holzfüße. Alle Special Cards haben die Sonne-Ratings. Warte mal, Witz wäre ein Startelf-Upgrade auch, oder? Nee. Das meine ich, der Argentinien-Link war halt wichtig. Zu Messi, sonst sind beide nicht auf voll. Was sagt der Keeper? Ist der gut? Icon, dann kann ich vielleicht sogar... Nein, wäre es jetzt eine krasse Icon hier gewesen. Hätte ich die vielleicht sogar für Pop reintun können? Das sowieso, aber dann hätte das wahrscheinlich mit Würz, wäre das doch wieder aufgegangen. Was ein krankes Team, Mann! Mit Junge, das ist auch ein safer Draft-Sieg. Das ist ein safer Draft-Sieg, sogar wenn man mit Augen zuspielt. Was ist das für Teams, die man gerade kriegt? Das ist wirklich absolut respektlos. Man kriegt Totis, Toti-Icons und alles auf allen Positionen im gesamten Team. Das ist übertrieben geil. Ja, Mann, das ist richtig fresh, richtig nice. Aber mehr ist hier leider nicht rauszuholen als das Rating. Ah, 87, 84, 88, das sind die, die runtergezogen haben. Wenn wir halt auch die Totis, die krass hochziehen. Wenn einmal so vier Totis in der Startelf hatten, dann noch ein paar Icons. Dann brennt es ja komplett, wenn die mit einer 97, 96, 95 hochziehen. Das macht so viel aus, okay. Wieder die 124. So zwei Totis in einem Draft, zwei Toti-Icons in einem Draft, das ist schon geil, aber so drei von irgendwas zu kriegen, wäre ganz wild. Komm, mach mal die hier, mach mal die hier. 4-3-3 mit ZDM. Und als Kapitän, will ich eigentlich gar keinen davon haben, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal Salah mit. Okay. Nein, wie oft kriege ich ja Mbappé in Form? Den Toti kriegt man aber wirklich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal den Inform mit, weil man den Toti eh nicht kriegt. Vielleicht mische ich dann die Karten für den Striker neu. CR7 auch nicht verkehrt. Ich meine, ja, er kommt ja demnächst auch noch als 12. Mann. Nee, komm, Oberdorf, bitte. Rodri, Oberdorf. Yes, sir. ZDM, geiler Spot. Weil es da einfach nicht so viele Karten gibt, glaube ich. Kriegt man da auch was Freshes. Frimpong. Ah, Lahm ist auch gut. Jetzt haben wir schon mal ein Toti-Icon. Den gibt's. Nein. Oh, warte mal. Zack, Chemie ist auch schon da. Und jetzt gute Spieler. Nein, 87, 88 ist es aber echt nicht. Sagt der, geiler Keeper ist auch so wichtig. Ja, ja, Erbs, ja. 91er Rating nach der Start, das ist glaube ich das Höchste, was wir bisher hatten, oder? Man kann den Innenverteidiger noch ganz leicht austauschen, Guardiol. Rush bringt, glaube ich, kein Upgrade. Kann auch leider nicht Innenverteidiger. Mata. Sieht cool aus, zumindest in der Startelf. Und die anderen bringen nichts. Deswegen sogar ein Plus 1. Ja, Mann. Geil. So. Nee, die Auswahl ist eine Katastrophe. Und die Auswahl ist sehr gut. Sag mal, Ronaldo ist ja chemietechnisch noch lasch. Das heißt, den machen wir weg. Ein Innenverteidiger, der Franzose ist, könnte schon sehr helfen. Ja, doch, wir brauchen nur einen Franzosen, oder? Französischer Manager. Aber so oder so muss eigentlich der Innenverteidiger ausgetauscht werden. So, wir haben super Rate. Jetzt gib nochmal eine Toti-Icon und einen Toti und wir sind absolut dabei. Ich guck jetzt bei den Innenverteidigern hier. Nein, die Wahl ist nicht gut, Mann. Und wir rutschen trotzdem nicht mal runter. Guck mal, das zeigt schon, wie was für ein krasses Team wir haben. Nein, Goldversion, Mann. So nah dran. Man muss einfach nur die richtige Version kriegen. Es rutscht immer noch nicht runter. Crazy, im echten... Aber wir haben hier hinten sogar noch einen 88er und noch einen 88er zum Übertauschen. Selbst wenn die restlichen Spieler alle schlecht sind, dann können wir, werden wir das Rating so behalten. Aber gern darf auch noch was Gutes kommen. Oh, okay, vielleicht ist das jetzt sogar doch langsam zu schlecht. Ein guter Innenverteidiger wird doch drin sein. Das kann jetzt nicht alles schlecht sein zum Schluss. Bro, es ist doch einfach alles schlecht zum Schluss. Ja, okay, wir sind doch noch runtergerutscht. Damit habe ich nicht gerechnet. Da musste echt viel für schief gehen, dass wir noch runterrutschen. Und es ist viel schief gegangen. Und vielleicht kriegen wir auch nicht mal die Chemie zusammen. Und wir haben wieder zwei Totis, eine Toti-Icon. Also ich glaube, die magische Zahl von 3 haben wir von keinem Event bisher geschafft. Vielleicht haben die da auch so ein, ja, so eine Sperre drin, dass man nicht mehr als das kriegen kann. Gehen wir einfach einen Franzosen, ist doch eigentlich immer bei, oder? Ja, Bro, ich sag, in diesem Draft ist ja eigentlich alles schief gegangen. Nicht mal Mbappé kriegen wir jetzt vorne auch voll. Hätte ich was anders machen können? Vielleicht, wenn ich... Okay, nee. Nö, ich habe ja keinen linken Flügel, also nö. Ich hätte auch nichts anders machen können. Ja gut, das Draft hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber da sieht man auch, man kommt echt gar nicht immer auf volle Schiene. Man muss schon ein bisschen zumindest gucken. Mann! Es waren schon wieder Totis und so, aber geht gleich besser.
4, 3, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Endlich mal wieder. Die habe ich zum zweiten Mal heute bei 100 Drafts. Jetzt dürfen wir es nicht versauen. Rechtes Mittelfeld ist immer schlecht. Deswegen fahren wir mit ihr gut. So, erste ZM-Position und wir kriegen Bomati 97. Okay, irgendwie habe ich Lust, einen hier in der Reserve zu nehmen. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Hansen! Köstlicher Link, köstlich. Sie wird eh nicht nochmal als Tutti kommen. Habe ich die einmal als Tutti gesehen? Ich weiß gar nicht, Varela, gut. Bitte jetzt nicht im ZOM Mittelsturm Faxen machen. Scheiße, die Tutti-Icon, zack, Puskas rein. Und. Ja, nehme ich Messi in der Version? Wir gehen echt, wir versuchen jetzt wirklich das 92er Rating auf Ach und Krach. Das ist echt möglich mit den Spielern zusammenzukriegen. Aber wenn jetzt die Innenverteidiger halt scheiße sind, dann kriegt man die nicht alle ausgetauscht. Das ist halt echt ein großes Problem. Also man braucht in der Startelf zumindest zwei gute Innenverteidiger. Der erste ist da. Ich nehme den Keeper jetzt erstmal. Zweiter Toti. Und? Ja. Nein. Ah, es ist nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Oh, ich muss ein bisschen auf Schumi auch achten. Ich nehme Guardiol mit. Warte mal, ich brauche zumindest noch einen Innenverteidiger gleich. Aber jetzt schon ein gutes Rating. Grimaldo. Und auf eine 91 gehen wir jetzt mit. Haaland auch in der Version 92, sogar nach der Startelf. Das ist ja komplettes Jubiläum. Und das, obwohl ein Innenverteidiger noch lasch ist. Nein, die Auswahl taugt nichts. Wir brauchen ein paar 90-Plus-Spieler noch. Dann wird's das. Bitte, bitte, bitte. Nein, wobei er hat nur 90. Bei Neymar wäre ein Startelf-Upgrade, ne? Brasilien, aber wir haben zu wenig Icons. Den kriegen wir schmiedtechnisch gar nicht rein. Ich nehme Benzema mal mit. Wir haben zu wenig Icons. Erstmal muss ich eigentlich Messi echt gegen Eusebio tauschen, dass zumindest das hochgeht. Was geht hier noch? Ja, okay, das ist schon mal safer Reserveplatz. Safe, safe, safe. Nein, Müller-Animation-Rating geht direkt runter, oder? Oh, okay. Ja. Oh, Außenverteidiger. Bringt nichts. Weil doch bringt was, weil die halt auf der Bank auch was machen. Kann ich einen Innenverteidiger noch haben? Nein. Wobei der schlechteste im Team hat halt jetzt eine 84. So, das ist vielleicht tragbar. Wenn man solche Leute hier hat, um das auszugleichen. Für Chemie voll. Überlege ich mir, könnte ich später den Tausch noch machen. Wir haben ja noch einen Non-Rare auf der Bank gerade. Und wir gehen wieder auf die 92. Und wir haben hier noch Gutes zum Tauschen. Also es könnte echt... Wenn ihr ein Toti noch beißt und ein Toti-Icon, sage ich, ist safe. Aber wenn es halt so aussieht, dann ist es schwierig. Immer noch 92. Bitte, bitte, bitte. Mann, warum müssen die letzten Spieler mal die größten Ranzkarten sein, die seit der Erfindung vom FIFA Ultimate Team kommen konnten? Guck mal, wer der letzte Spieler... Der letzte Spieler, ich sag eine 90 oder höher, hat haben wir es. Und niedriger, dann haben wir es nicht. Das könnte jetzt der Rekord sein. Es könnte jetzt der Rekord sein. Obwohl wir auch wieder nur zwei Tutis haben. Der dritte, der könnte es halt jetzt bringen. Bitte. Bitte. Ey, es kann nicht deren Ernst sein. Es kann einfach nicht deren Ernst sein. Es ist unfassbar. Es ist doch zu krass. Es, nein. Wow. Wieder 91. Was hätte ich anders machen können? Ich habe diesmal sogar nicht mal auf Totis gegeiert. Immer einfach den höchstbewerteten mitgenommen und so. Volle Chemie haben wir halt so jetzt. Ja, oder? Schade. Schade, 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 schade. Cooles Team wieder. Geile Karte auch. Bomati mit dem Ballon d'Or sieht so geil aus. Alisson Tor auch top, aber... Ah, es hätte noch geiler sein können, schon wieder. Es ist ein bisschen frustrierend, wenn man die ganze Zeit so nah dran ist, aber auch ein bisschen geil, glaube ich, wenn man es irgendwann dann am Ende hinbekommt. 3, 4, 2, 1. Irgendwie sehe ich schon bei der Formation das perfekte Draft kommen. Wenn es mit einer klappt, ich habe wirklich das Gefühl, dann mit der, aber der Start ist ja, der Formation eigentlich nicht würdig. Ah, ich einmal riskieren, dass ein besserer Rodri noch irgendwie irgendwo kommt. Bergkamp, noch mehr Icons. Oh mein Gott, die schlechteste Mittelstürmerwahl, die ich heute den ganzen Tag gesehen habe. Nee, bitte, bitte, bitte. Okay, ich korrigiere. Das ist die schlechteste Mittelstürmerwahl. Und guck mal, dann kommt er neu, Toti-Icon, ne? Und er hat ja auch nicht so das Mega-Rating. Er hat eine 95. Da haben sogar voll viele Totis höheres.
Bei dem Draft jetzt, wenn die größten Gurken dabei sind, dann kriegen wir doch mal die geilste, teuerste Karte im Game. Guckt euch das mal an. Ein Fraggle-Gefühl nach dem anderen. Was ist das, Digga? Fake Tutti Design. Es ist crazy. 88er Rating nach Start, ey. Wobei aber, Bernardo Silva gibt kein Upgrade, aber wir könnten ja... Warte mal. Das könnte sogar auf eine 90 jetzt gehen, wenn wir noch einen guten Verteidiger haben. Und dann weiß ich nicht, ob noch Potenzial weiter nach oben ist. Warte mal, LM, da sind wir doch auch noch weg gesetzt. Das ist halt manchmal so, am Anfang kommen schlechte, dann kommen die guten. Manchmal ist das so. Aber es kann auch sein, dass jetzt aber wieder weitere schlechte kommen. Ah, Mann, R9. R9 tut die Icon. Das ist auch ein geiler Verteidiger. Was geht hier? Nein, Außenverteidiger, das ist halt fatal, ne? Wenn man die Formation halt einen Außenverteidiger kriegt. Zwei Tutti-Icons, null Tutis. Ernsthaft? Null Tutis, merke ich gerade. Ah, okay, man kann wirklich loslassen bei dem Team. Man kann wirklich loslassen. Chemie kriegen wir auch noch voll. Aber wir kriegen halt nicht eine Tutti-Karte in den Draft. Komm, jetzt. Das können die uns doch nicht verkaufen, Digga. Das können die uns doch nicht so verkaufen. Es wird am Ende eventuell noch das 90er Rating. Chemie voll, ja. Und halt R9 dabei, ne? Den geilsten Spieler, teuersten Spieler im gesamten Game. Haben wir jetzt auch mal dabei gehabt. Aber den auch noch ein geiles, perfektes Team einzubauen, das ist dann, glaube ich, eine Challenge. Wenn man, glaube ich, die 125 holt, dann, glaube ich, wirklich gar nicht mal mit den geilsten Karten, sondern einfach so mit einem perfekt zusammenspielenden Team so irgendwie. Let's go, let's go, let's go. Einfach die oberste Formation nehmen, egal was es ist. Oh, fast verklickt. Ich glaube, man muss ohne Kopf ran. Einfach Glück haben. Ohne Kopf ran, Glück haben. Einfach mal jetzt den nehmen. Rechte Flügel. Ja, gönn ich mir einen Salah. Sag jetzt Rechtsverteidiger. Gönn ich mir Lahm. Jetzt muss man links hin. Einmal die andere Seite. Ah, hat so viele Spielchen gemacht. Ersatzkeeper, auch mal gucken, was da geht. Oh, Halleluja. Okay, da geht einiges. Dann kann der Keeper jetzt komplett schlecht sein. Das ist egal. Das ist sogar gut, wenn der schlecht ist. Weil dann kriegen wir mehr Gute auf anderen Positionen. Top. Und der Innenverteidiger. Nein, die sieht schlecht aus, die Animation. Dann jetzt hier Verteidiger. Müll. Nein, falsche Position. Wir brauchen rechts nichts. Das ist gut. Und bitte, das ist sehr wichtig jetzt. Nein, das war's eigentlich. Wir kriegen keine zwei guten Innenverteidiger von Bellingham. Wir werden niemals hier noch zwei gute Innenverteidiger kriegen. Naja, warum die Version? Nein, ich riskiere ein bisschen. Warte mal mit Bellingham. Wir haben ein paar geile Spieler, ne? Aber wir haben noch nicht mal die vorne mitgenommen. Tschüss. Aber die Innenverteidigung, Junge, guck mal, die Innenverteidigung, sie rasiert. Wir haben 91er Rating, obwohl hier absolute No-Hands sind. Warte mal. Bro, was macht ihr so weiter? Warte mal. Smalling ist sogar ehrlich. Gut, oder? Also im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir teilweise haben. Ne, halt Small. Wir haben echt den dritten Tod jetzt. Zum allerersten Mal nach 2 Stunden Aufnahme. Warte mal, ich muss den mitnehmen. Plus eins, warte mal, was mache ich mit der Chemie? Deine Bruder muss weg. Der Käuf muss raus. Der Käuf noch hier. Ich brauche ein ZTM. Was kann Lahm denn noch? Lahm kann auch links verteidigen. Lahm kann auch ZTM. Den brauchen wir aber nicht. Warum kann er nicht hinverteidigen? Oh mein Gott! Ey, ich hab nur Angst um die Chemie gerade. Oh, what? Nein, halt Small, sie kann ZTM. Halt Small, sie kann ZTM. Nein, das ist das perfekte Team. Oh mein Gott, Hilfe. Wer ist noch los? Dieser Innenverteidiger, kann ich den austauschen gegen sie? Nein! Warte mal, ich brauche nur einen argentinischen Trainer, wenn sie... Bro, warte mal. Wir haben safe gerade. Wir haben safe ein 92er Rating auf diese gediegen. Guck mal dieses Team an. Wenn wir hier einen Banger-Innenverteidiger noch hinten kriegen, dann ist Ende. Guck mal das Team an. Boah. 3 Toti-Icons und 3 Totis. Bei beiden haben wir, glaube ich, das Höchste, was wir bisher hatten. Was zur Hölle? 4 Totis. Nein, jetzt ist wirklich Game Over. Jetzt ist wirklich krank. Warte mal. Fast 93er Rating, sage ich. Nee, Benzema auch noch. Ich kann die alle nicht mal rübertauschen, so viele gute haben wir. 93! Wir werden safe, wir werden den Rekord holen jetzt. Nein, das geht gar nicht anders. Oh! Bro, hä? Ich hab doch am Anfang gewartet. Ist das Draft nicht übel schlecht gestartet mit diesem Innenverteidiger und so? Weil ich nicht fast aufgeben am Anfang? Habe ich nicht irgendeine random Formation genommen? Ich meinte sogar, ohne Kopf mal einen Draft machen, dann geht's schon.
Und es läuft so, bitte. Ist egal sogar, weil wir können es nach hinten tauschen. 92 ist es halt noch. Jetzt werden nur schlechte kommen, garantiert. Aber wir können die ja nach hinten tauschen. Zack, okay, mehr können wir gar nicht tauschen. No, warte mal. Ich sag, wenn das letzte jetzt... Nein, sollte schon eine 88 oder so haben. Damit wir nicht... Nein, wenn das wieder schief geht, dann bin ich komplett gebrochen. Bitte 88 oder so. Oh, 85, nein. Oh, es reicht sogar mit ihm. Okay, dann reicht mit Spinazzola safe. Bro, was ein krankes Rating. Ja, normal, wenn man 4 Team of the Year Karten overall und 3 Toti-Icons hat. Darunter ein paar der Geilsten. Wir haben bisher in 2 Stunden nicht einmal Bellingham gesehen. Ich glaube nicht einmal Ribéry. Haben auf jeden Fall nicht. Das ist absolut crazy. Ich glaube selbst Theo bisher nicht. Alistair gibt es ein paar Mal. Lahm gibt es ein paar Mal. Diese Herbs ist wahrscheinlich die es am häufigsten gibt. Aber was mit solchen Innenverteidigern? Das Ding ist, jetzt sagt man wieder, oh, hätte ich andere Innenverteidiger bekommen, wäre das nö. Warte mal, ich habe nicht mal volle Chemie. Warte mal ganz kurz. Die Kacke dampft. Ich habe nicht volle Chemie. Die Kacke dampft. Nein. Ich brauche einen argentinischen Manager anscheinend oder so. Warte mal, was passiert hier? Wege Kunja rein, du bleibst das Rating. Ja! Das ist der Argentinien-Link zu der Innenverteidigerin. Boah, zum Glück waren wir so auf locker auf einem 92er Rating. Weil mit den Tausches, die ich hier gerade gemacht habe, hätte das Rating auch nochmal runterrutschen können. Aber dadurch, dass wir dieses auf locker auf 92 waren, wir waren gefühlt genau zwischen 92 und 93. Mit guten Innenverteidigern wären wir nicht auf der 93, also ernst. Aber wir haben die 125 gepackt. Und wie gesagt, ich hätte noch niemanden gesehen, der höher hat. Und wie gesagt, man kann jetzt auch sagen, bessere Innenverteidiger, bla bla bla. Aber man wird niemals einen Draft kriegen, wo alles geil ist. Irgendwas ist immer kacke. Wenn die Innenverteidiger gut sind, ist auf einmal die Bank kacke. Und das zieht auch mit rein. Also das ist an sich. Das ist schwarze Balken über die Verteidigung mal kurz legen. So, jetzt guckt euch dieses Team an. Was erwartet man mehr? 125, we made it. So, Balken kann wieder weg. Und zack, wir gehen rein, holen den Manager ab. Auch, dass wir die Chemie gerade noch mit diesem Acuna-Tausch mitbekommen haben, ist sehr wichtig. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob hier ein Manager gewesen wäre, der sonst was gebracht hätte. Aber ja, Hauptsache. Wir haben 4 Totis, 3 Toti-Icons, also insgesamt 7 Toti-Karten, wenn man es so sehen will. 125er Rating und davor auch viele andere geile Drafts mit. Wir haben R9 hier heute gesehen, wir haben alle gefühlt gesehen, Messi, also das war geil, Leute. Das war geil. Das war's halt vom besten Team of the Year Food Drop. Also wenn das einer schlägt, wenn irgendwer eine 126 schafft, ich wette sogar 100 Euro, dass das diese Woche keiner hinbekommen wird, eine 126 zu bauen. Falls es einer schafft, der Erste, der mir das bei Instagram schickt, als Foto, na, sagen wir als Video. Man muss ein kleines Video machen, wenn man durch Ultimate Team geht, weil ansonsten kann man es faken. Der kriegt die 100 Euro PSN, Xbox, Steam-Karte, was auch immer haben will. Aber ich bin mir sicher, packt keiner, weil das ist der Rekord. Leute, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich bin raus, mach's gut, bis dann, ciao.